Defendant, you had read at the time of its publication the book by Captain Schussler, The Fight of the Navy Against Versailles, had you not? Jawohl. Would you look at it? You'll find it at page 100, it's on page 26 of the document book 10, page 123 of the German document book. Just these and this kind of thing. Perhaps sit, will you? Yeah? What page did you say? Page 26 of the document book 10. Captain Schussler had told you that he was going to write such a work, had he not? Jawohl, ich darf dazu sagen, dass wir zu diesem Buch veranlasst worden sind, weil wir in der Marine aus nationalsozialistischen Kreisen angegriffen wurden, in der Richtung, dass wir in den Jahren bis zum Jahre 1933 nicht genug getan hätten, um die Marine zu stärken. Deswegen sind alle diese Dinge in diesem Buch erwähnt worden. And the book was circulated among senior officers in the Navy, was it not? Jawohl, es konnte jedenfalls jeder bekommen, der es haben wollte von den höheren Offizieren. Now, would you just turn to page 127, well, it's page 27 of the English book, which gives the preface. You see at the end of the first paragraph, it says it's to give a reliable picture of the fight of the Navy against the unbearable regulations of the peace treaty of Versailles. Jawohl. And in the third paragraph, it must also distinguish more clearly the services of these men who, without being known in wide circles, applied themselves with extraordinary zeal and responsibility in the service of the fight against the peace treaty. Jawohl. Will you agree, defendant, that that preface represents generally but accurately the view of the Navy with regard to evading the provisions of the Treaty of Versailles? Ja, betreffs des Umgehens der Vorschriften des Versailler Vertrages, soweit das nötig war, um unseren wehrlosen Zustand zu verbessern, aus den Gründen, die ich an den letzten Tagen auseinandergesetzt habe. Es war Ehrensache für jeden Mann, das zu tun. Now just turn over to, it's page 28, my lord, and it's page 126 of your copy. It gives the summary of contents. You see, it's in four sections. The first section deals with the first defensive actions against the execution of the Treaty of Versailles, and then enumerates what they were. Shan't trouble you about that. The second is independent armament measures behind the back of the Reich's government and of the legislative bodies. In beiden Fällen steht da von Kriegsende bis zum Ruhreinbruch 1923 und von 1923 bis zum Lohmann-Fall 1927. Mit beiden Fällen habe ich gar nichts zu tun. Well, now, just let's see. From 1922 to 1924,
You were Inspector of Naval Training at Kiel, were you not? Inspekteur des Bildungswesens. Also, die Schulen, die Weiterbildung der Offizieranwärter, die Ausbildung der Führergehilfen, also Führerstabsgehilfen, ach, Generalstabsoffiziere und solche Dinge. Ich hatte mit Frontangelegenheiten nichts zu tun. Well, that's what you were asked. You were asked whether you were Inspector of Training. The answer was yes, wasn't it? As Inspector of Training, are you telling the Tribunal that you didn't have a very complete knowledge of the weapons available for your service? Nein, nein. Es handelte sich ja gar nicht um offen zur Schau stehende Waffen, sondern es handelte sich ja, wie ich neulich auseinandergesetzt habe, um Anlage von Bettungen, Verschieben von Geschützen von der Nordsee an die Ostsee. Das machte ein Spezialkommando, was unter der direkten Leitung des Marinechefs arbeitete. Unter anderem war zum Beispiel dieser Spezialist, der Kapitänleutnant Renken, der gerade die ganzen Geschützsachen bearbeitete. Es waren ja ich war in Kiel und in Kiel selbst und Umgegend waren ja überhaupt keine Geschütze und solche Maßnahmen. Well, take the next period from 1923 to 1927. From 1925 to 1928, you were chef de Marina Station der Ostsee, also at Kiel, were you not? Jawohl. Are you telling the Tribunal that you did not know about the independent armament measures taken behind the back of the Reich government? Nein, ich hatte mit den Sachen ja gar nichts zu tun. Ich sagte schon einmal, das machte der Chef der Marineleitung. Ich wusste, I'm not asking you whether you had anything to do with them. I'm asking you whether you are saying that you did not know about them. You knew all about them, did you not? Ich habe allgemein gewusst, dass solche Maßnahmen stattfanden. Well, now, take the next number three. Planned armament works tolerated by the Reich Cabinet, but behind the back of the legislative bodies. The legislative bodies would be the Reichstag and the Reichsrat, would they not? Ich habe, jawohl. Yeah. Ich habe aber neulich schon mal gesagt, dass es nicht Sache des militärischen Oberbefehlshabers war, Dinge mit dem Reichstag zu verhandeln, sondern dass es Sache der Regierung war. Das hat auch, wird auch hier Herr Severing erkunden. Well, we'll hear Mr. Severing when he comes. At the moment, I want you to tell the Tribunal this. Ja, ich sage dasselbe. No, just wait a minute. You haven't heard my question yet. What did you say to Captain Schussler? Did you tell him you are giving an entirely false picture in suggesting that the Navy had anything to do with going behind the back of the Reichstag? Did you make any effort to correct Captain Schussler, what Captain Schussler was saying? Nein, ich habe sein Buch nicht korrigiert. Dazu hatte ich gar keine Zeit. Now, just before we come to the number four, if you just look, my Lord, it's page 34 of the, no, page 32. Lord, of the English book, and page 186. This is Captain Schussler's, part of Captain Schussler's description of section 2, dealing with economic rearmament. And would you, there's a heading, difficult working conditions. Do you see that? It begins, there were often many external difficulties. Besides these, for low man's company, Tebeg. Do you see that? The heading is difficult working conditions. Jawohl, ich sehe, schwierige Arbeitsbedingungen sehe ich. Well, I want you just to look at the last part of that. Now, I want it quite clear, defendant, this is dealing with the period 23 to 27, before you were head of the Navy, but I want to ask you about it.
There were often many external difficulties besides those for Tabeg. The concealment of task and work, the distance from the naval command staff, the impossibility of settling any questions, even of minor importance by telephone, and the necessity of avoiding, if possible, any written correspondence and of carrying it out in any case as private correspondence with false names and disguised expressions. Did you not know that that was the method in which it was being carried on? Nein, ich wusste eigentlich von der Tebeck kaum etwas. Von der Tebeck, von der Navis und diesen ganzen Dingen. Aber ich halte das für durchaus richtig, dass die Leute so gearbeitet haben. Da damals noch die Gesinnung eines großen Teils des deutschen Volkes unzuverlässig war und es eine große Gefahr war, wenn diese Dinge bekannt wurden. I see. Im Übrigen war die Tebeck aufgelöst, als ich hinkam. Now, would you kindly turn back to the contents page on 126, page 28 of the English book, and just look at Captain Schussler's description of the fourth period. Rearmament under the leadership of the Reich Cabinet in camouflaged form from 1933 to the freedom from restrictions in 1935. Do you agree that Captain Schussler was giving an accurate description of your methods from 1933 to 1935? Wie bezeichnet er sie? Wo steht das? It's number four of the content. Aufrüstung unter Führung der Reichsregierung in getarnter Form. Yes. Do you agree that that is a correct description of your activities from 1933 to 1935? Selbstverständlich. Ich tat das auf Befehl des Staatsoberhauptes. Und gerade das Staatsoberhaupt war außerordentlich beflissen, dass nichts Übertriebenes gemacht wurde, damit seine Absicht, mit England zu einem Übereinkommen zu kommen, nicht etwa dadurch durchkreuzt wurde. Und er hat mit Bezug auf die Marine ja ganz außerordentlich wenig erlaubt und ausgeführt. Er hätte ja sofort 8 Panzerschiffe bauen können, so und so viel Zerstörer, so und so viele Torpedoboote, die alle noch nicht gebaut waren. Er tat das alles nicht, weil er sagte, wir wollen hier nicht den Eindruck einer großen Aufrüstung erwecken. Er genehmigte lediglich zwei... You explain that, you know, defendant. The point is this. The camouflaged form. When you were negotiating the naval agreement, you did not want anyone to know what steps you had taken contrary to the treaty and how far you'd gone. That's the plain facts of it. You wanted to get the naval agreement without disclosing what you had done. Isn't that so? Nein, das ist eine Verdrehung meiner Worte. Wir wollten nicht durch das Bekanntgeben solcher Maßnahmen unnötig die Stimmung zwischen England und Deutschland verderben. An sich waren diese Maßnahmen durchaus begründet und waren außerordentlich geringfügig. Well, I'll come to that in a moment. I only want, before we leave these naval works, to ask you one question about another book. You know that Oberst Scherf projected a history of the German Navy. I don't want any misunderstanding about it. As I understand the position, you permitted Oberst Scherf to have recourse to the archives of the Navy, but beyond that, you hadn't seen anything of his work. Isn't that correct? Ich habe sein Buch überhaupt nicht gesehen. Ich habe ein Inhaltsverzeichnis zunächst hier gesehen, als ich das erste Mal vernommen wurde. Ich habe ihm auch nicht den Befehl gegeben, sondern er hat den Befehl vom Führer bekommen und ich habe infolgedessen dem Chef des Marinearchivs erlaubt, ihn zu unterstützen. Well, that's exactly what I put to you. I just want you to look, if you turn to book 10A,
It's page one in the English, and it starts at page one in the English version and also page one in the German. And if you'd look at page three, you'll find the table of proposed table of contents of Oberst Scherf's book, page three in the English version. I think it must be about page three in the German version too. Just make sure, Sergeant Major. Now, would you look at the heading of section two? It is incorporation of the Navy in the National Socialist State. And then he describes A, National Socialism in the Navy before 1933. Wo steht das bitte? Ich habe es noch nicht. It's section two of the Table of Contents. Hier steht das Drängen der Wirtschaftskreise nach Minenräumung zwecks Wiederaufnahme von Schifffahrt und Fischfang. Achso. Ja, die gehört. Nein, das nicht. Nein, das muss hier hinten sein. Nein, nein. Ist es nein? Nein, es muss ganz was anderes sein. Hier ist es nicht drin. Ist das vielleicht später? Jetzt habe ich es hier. Yes, well, would you look at section two, which is incorporation of the Navy in the National Socialist State. And you can see the proposed headings. This was to cover some 30 pages. National Socialism in the Navy before 1933, then the taking over of power, then the oath, taking over of insignia, alteration of the flag. Do you agree with Oberst Scherf's description? Do you agree that that's a correct description, that the proceedings could be described as the incorporation of the Navy in the National Socialist State? Selbstverständlich ist die, das habe ich neulich hier auseinandergesetzt, musste die Marine, die Wehrmacht in einem gewissen Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Staat stehen. Denn man kann nicht in einem monarchischen Staat eine demokratische Marine haben, sondern die großen Grundlinien müssen übereinstimmen. Wie weit aber diese Grundlinien angenommen wurden, ist von mir bestimmt worden. Und in einem richtigen Verhältnis, sodass die Marine immer innerlich selbstständig dagestanden hat, aber richtig eingestellt zum nationalsozialistischen Staat. Außerdem sehe ich keinen Text, ich sehe nur die Überschriften hier. Well, at any rate, that doesn't offend you as a description. That's what I wanted to get clear. Now, I don't want to spend nein. A great deal of time. Denn, nein, aber die Überschriften besagen ja gar nichts. Es könnte ja zum Beispiel im Text drinstehen, dass die Kriegsmarine sich nicht in den nationalsozialistischen Staat richtig eingegliedert hat. Das weiß ich nicht. Well, the ebenso die Flaggenangelegenheit. Selbstverständlich. The Tribunal have the subheadings there. I'm not going to waste time on it. Now, I want you to come, defendant. Nein. There were three matters which you dealt with in your examination in chief.
And I'm not going to deal with them in detail, but remind you of them and put one general question. You can put that document away. I'm not going to pursue it further. Would you mind putting that document away and giving me your attention to the next question? You were asked about the e-boats, your survey list, that long document in September 1933, and the question of disguised auxiliary cruisers as transport ships O. Is this a fair summary of your answers, that you admitted that these breaches of the treaty took place, but said in each case that the breach was only a little one? Is that a fair summary of your answer? Is it? Nein. Now let's take it in bits then. Are you disputing that any of these matters with regard to the e-boats, the matters on the survey list, or the transport ships O, are you disputing that any of these matters took place? I understood you admitted that they all did take place. Nein, sie haben so stattgefunden, wie ich es gesagt habe. Zum Beispiel, diese Hilfskreuzer sind nicht gebaut worden, das durften wir nicht. Wir durften aber Pläne machen und wir durften aussuchen, die Schiffe, die im Kriegsfalle, wenn ein Krieg ausgebrochen wäre, nämlich durch Überfall von Deutschland durch einen anderen Staat, dafür geeignet gewesen wären, als Hilfskreuzer aufzutreten. Das war kein Verstoß. Wenn es ein Verstoß gewesen wäre, würde ich das ruhig zugeben. Ebenso war das U-Boots-Konstruktionsbüro in Holland kein Verstoß gegen den Versailler Vertrag. Der Wortlaut war ja ganz anders. Ich weiß nicht, was das dritte war, was Sie sagten. No, but you remember there was a long list of in a document from your survey Jawohl, list. Selbstverständlich, ja. And I understood, ja. I may have been wrong, that you ja. Admitted that these things took place, but you said it's only a little one. Selbstverständlich, ja. Das waren Belanglosigkeiten, aber sie waren im yes. Interesse der Verteidigung Deutschlands dringend nötig. Now, I want to ask you about an officer of yours, Vice Admiral Assmann. Was he an officer in whom you had confidence? Er war ein sehr geschickter Geschichtsschreiber. Well, now will you answer my question? Was he an officer in whom you had confidence? Ich hatte das Vertrauen, dass er die Geschichte richtig schreiben würde. That's what I wanted. Well, now would you have a look at a new document, which is document D-854, which, my lord, will be GB-460. Now, that is an extract from one of a series of essays on the operational and tactical considerations of the German Navy and consequent measures taken for its expansion between 1919 and 1939, contained among the files of Vice Admirals Assmann and Gladisch, who were in the historical section of the German Admiralty. Now, would you mind not looking at it for a moment, Defendant, I want to ask you some questions, and then you can look at it with pleasure afterwards. Do you agree that in nearly all spheres of armament where the Navy was concerned, the Treaty of Versailles was violated in the letter and all the more in the spirit? Do you agree with that? Nein, auf allen Gebieten keineswegs, denn auf den Hauptgebieten waren wir ja weit hinter dem Versailler Vertrag zurück, wie ich das hier klar auseinandergesetzt habe. Also wir haben sie eventuell nach der falschen Seite hin verletzt, insofern wir nicht das gemacht haben, was wir machen konnten. Well now, would you just look at this document, at the first quotation. Your officers say, but although, as was stated, in nearly all spheres of armament,
where the Navy was concerned, the Treaty of Versailles was violated in the letter and all the more in the spirit, or at least its violation was prepared a long time before the 16th of March, 1935. Are your admirals wrong in stating that? Is that what you tell the tribunal? Darf ich mal sehen, auf welcher Seite das steht? Ich habe das noch nicht eingeloggt. Ja, er sagt, auf fast allen Gebieten der Rüstung bei der Marine. Das ist nicht der Fall, denn auf dem Gebiete der Zeit... Is that right? Nein, stimmt nicht. Denn wir hatten ja gar nicht so viele Schiffe gebaut, wie wir bauen konnten. Sondern, wie ich auseinandergesetzt habe, wiederholt betrafen die Überschreitungen... You've explained that, and of course, we don't know the position of your shipbuilding yards. That you've given that explanation, and it's a matter of discussion whether it has any value. I'm not going to argue with you. But I'm asking you this question. Are you saying that the admirals of your historical section are wrong in that sentence that I read out to you? Jawohl, das behaupte ich. In der Fassung ist das falsch. I see it. Pass on, because the tribunal will judge between you and Admiral Assman. It goes on. This probably took place in no other sphere, on the one hand so early, and on the other hand, under such difficult circumstances as in the construction of a new submarine arm. The Treaty of Versailles had only been in force a few months since the 10th of January 1920, when it was already violated in this point. Do you agree with Admiral Assman on that? Nein, er hat Unrecht. Denn er wurde ja in diesem Punkte gar nicht übergangen. Und dass die Sache so früh begann, war deswegen, weil die alten U-Bootskommandanten und U-Bootsoffiziere und die U-Bootstechniker da alle stellenlos waren und sich nun anboten, im Auslande die U-Bootstechnik aufrechtzuerhalten. Deswegen so früh. Es geht aber mich gar nichts an, denn ich hatte in der Zeit gar nichts zu sagen über diese Dinge. Well, if you had no say in it, how are you able to be so confident today that Admiral Assman is wrong? I thought you said he was a good historian. He hadn't to go back very far. He'd only to go back 20 years. Auch ein guter Historiker kann sich irren, wenn nämlich seine Unterlagen falsch sind. Ich habe bloß gesagt, ich hatte Vertrauen zu ihm als Historiker. Now just let's see, because he goes into detail. The first paragraph ja, is about Japan. Die Sache mit dem U-Bootsbau stimmt ja nicht. Well, let's just see how far he was wrong. We needn't go into the first paragraph, which deals with some building for Japan, but to take the second one. In 1920. Das war auch nicht gegen den Vertrag. Do you see the paragraph that begins? In 1922, three German shipbuilding yards founded a German U-boat construction bureau in Holland under a Dutch covering name with about 30 engineers and builders. In 1925, a Dutch shipbuilding yard built two 500-ton U-boats for Turkey on the plans of this bureau, which enjoyed the financial and personal support of the naval command. In the solution of this question, too, Captain Lohmann was concerned decisively. Ist Is alles that right? Zugegeben worden von uns, denn es verstieß ja in keiner Weise gegen den Vertrag. Well, we'll argue that, but it's right. Anyway, Admiral Assman's right about that. Then he deals with Finland and with Spain. And if you look at the end of the paragraph, after dealing with Spain, he says, early in the autumn of 1927, the Naval Construction Department
was commissioned to carry out the construction in Spain by the chief of the naval command, Admiral Zenker, who accepted the responsibility despite all the difficulties in the field of home politics. The working out of the project and the drawing up of the construction plans took place in the Dutch Bureau. After completion in 1931, the ship carried out trial runs and diving exercises from Cadiz to Cartagena under German direction and with German personnel consisting of officers, engineers, naval construction students and foremen. That's all, that's quite right, is it? Jawohl, aber sowohl der Schiffbaukonstrukteur aus unserer Konstruktionsabteilung als auch diese anderen genannten Personen wurden aus der Marine entlassen dazu. Der Schiffbaukonstrukteur ist dann dauernd in Spanien geblieben. And just look at the last sentence. This boat, which is now the Turkish submarine, became the prototype for the U-25 and U-26. Now, then he deals with the 250-ton submarines which were made in Finland. And if you look at the last sentence of the next paragraph, the Finnish U-boat was the first U-boat plan to be worked out in Germany and to be executed. Only for the working out of the details was the Dutch Bureau called upon. The Finnish 250-ton vessel became the prototype for U-1 to U-24. Jawohl. And now the next paragraph. The building and the thorough trial of the prototype vessel made it possible to obtain the parts for U-1 to U-24 in 1933-35, long before the order for assembling the vessels to make preparations for this assembly to the extent possible while maintaining secrecy. Jawohl. Now would you turn on to page 156? You see where the next quotation is from. At the beginning of 1935, that is 6 months before the Anglo-German Treaty, there were probably six 250-ton boats ready for assembly, and six 275-ton and two 750-ton boats on which preparatory work was being done. About 4 months were needed for assembling the small ships and about 10 for the big ones, dating from the 1st of February 1935. But everything else was still quite uncertain. Now, look at the next words. It is probably just in the sphere of submarine construction that Germany adhered the least to the restrictions of the German-British Treaty. Considering the quantity of U-boats which had already been ordered, about 55 U-boats could have been provided for up to 1938. In reality, 118 were ready or ordered. The preparations for the new U-boat arm were made so early, so thoroughly, and secretly, that already 11 days after the conclusion of the German-British Naval Treaty, which permitted the construction of U-boats, the first German U-boat could be commissioned on the 29th of June 1935. Now, take that sentence, which is written by Admiral Assmann, and we've seen all your connection with Assmann through about 100 documents. He says it is probably just in the sphere of submarine construction that Germany adhered the least to the restrictions of the German-British Treaty. Now, you've told this tribunal for about several hours of your evidence that was a freely negotiated treaty of which you were very proud and which you were ready to support. Are you telling the tribunal that your admirals are wrong in saying that it was in submarine construction Germany adhered the least to the restrictions of that
freely negotiated treaty? Das ist ein vollkommen falsches Urteil. Ich habe hier ausgeführt, dass wir, solange keine Verhandlungen mit England waren, über den kommenden Vertrag, alles nur im Auslande betrieben haben, was an Vorbereitungen gemacht worden ist. Dass in dem Maße, wie die Wahrscheinlichkeit... Defendant, you can bitte make wollen Sie your mich nicht unterbrechen. Ich will zunächst ausdrücken. Yes, but we must take it in this order and don't let's get cross about it. You answer my question. And then you make your explanation. Now, answer my question first. Are you saying that Admiral Assmann is wrong in saying in that first sentence that it was just in the sphere of submarine construction that Germany adhered the least to the restrictions of the German-British treaty? Is Admiral Assmann wrong when he says that? Is that what you're telling the tribunal? Now, that's my question. Er hat Unrecht damit, das sagte ich schon. Habe ich schon gesagt. Herr Präsident, ich erhebe Einspruch. Dies sind keine Fragen nach Tatsachen. Dies sind Fragen nach juristischen Entscheidungen. Es ist eine juristische Streitigkeit, wie Artikel 191 des Versailler Vertrages auszulegen ist. The tribunal think that the question is quite proper. In his explanation, of course, he can explain that in his view it was not a breach of the treaty, and he has already explained that. He can give us his opinion about it. He's the head of the German Navy. Well, now, will you take the second sentence? Ich wollte erst zu Ende sprechen, wenn ich darf, ja? Oh, you, yeah, yes, ich kann eine Erklärung abgeben dazu. Also, es handelte sich alles nur um Vorbereitungen, die außerhalb Deutschlands getroffen wurden. Es ist davon die Rede, dass bei dem finnischen U-Boot eine Unterstützung durch deutsche Konstrukteure stattgefunden habe. Das stimmt, war auch gar nicht verboten. Dass die deutschen Konstrukteure den finnischen Konstrukteuren halfen, U-Bootspläne aufzustellen. Es stimmt auch, dass dieses U-Boot nachher... Please, I'm awfully sorry to interrupt you, but you know, this sentence isn't dealing with this early period. This is dealing with the period after the Anglo-German Treaty in 1935. That's what I want you to ask me about. That the Finnish matter was long before that. Also, ich bin immer, denn da wurde ja vorgeworfen, dass wir U-Bootsteile im Auslande gemacht hätten. Und das ist so, dass... Yes, but don't you see the... Ja, ich habe ja noch gar nicht geantwortet. Nein. No, but I'm not asking you. I'd like you to answer the right question. I'm not asking you about Versailles any longer. I'm asking you about Admiral Assmann's assertion that you did not adhere to the restrictions of the German-British Treaty of 1935. And what you did in Finland in the 20s has nothing to do with that. Now, that's all. You give your explanation. Das ist vollkommen falsch. Wir haben uns gerade im U-Bootsbau ja ganz besonders zurückgehalten und wir hatten im Jahre 1938 noch nicht die 45%, die wir bauen konnten, sodass wir damals den Antrag stellten, dass wir auf 100% gehen könnten. Und dieses auch nach dem Wortlaut des englischen Vertrages, nach einer freundschaftlichen Besprechung mit der englischen Admiralität in den letzten Tagen des Jahres 1938 verabredet und ausgeführt wurde. Wir hatten bei Kriegsbeginn noch keineswegs die 100%. Wir waren mit dem U-Bootsbau immer zurück. Das ist also eine vollkommen falsche Auffassung des Admiral Assmann, der diese Dinge wohl nicht genügend verfolgt hat. Das kann ich auf meinen Eid nehmen. Just look at his next sentence. Because this is dealing bitte, with welche Seite ist es, von der Sie sprechen? Page 156. I'll read it very, very slowly again. Considering
the quantity of U-boats which had already been ordered, about 55 U-boats could have been provided for up to 1938. In reality, 118 were ready or ordered. Are you saying that Admiral Erstmann is wrong when he states that? Also bitte, ich habe immer noch nicht die Stelle, an der Sie lesen. Das ist ja voll... Welche Zeile? Das ist ja 156. That's what I get. Unterbrechen. You got the sentence, defendant? Jetzt habe ich, ja. Well, now, do you see what Admiral Erstmann says? That considering the quantity of U-boats which had already been ordered, about 55 U-boats could have been provided for up to 1938. That's before there was any discussion about going from the 45% to the 100. In reality, 118 were ready or ordered. Are you saying that Admiral Erstmann is wrong in giving these figures? Aber ganz bestimmt, denn wir sind ja in den Krieg im Jahre 39 mit, ja, ich weiß nicht, glaube, mit 40 U-Booten hineingegangen. Das ist ja ganz, entweder ist das ein Druckfehler oder ganz unerhörte Zahlen. Wir sind, wie Sie wissen, in den Krieg mit, ich glaube, 26 Booten gegangen, die in den Atlantik gehen konnten. Und dann eine Anzahl von kleinen Booten darüber hinaus. Was auf Stapel gelegen hat zu Beginn des Krieges, kann ich hier nicht auswendig sagen. Aber es war gar keine Absicht, das ist ja das, was mir vorgeworfen worden ist, dass ich nicht genug U-Boote rechtzeitig auf Stapel gelegt habe. Ich bestreite diesen Satz vollkommen. Well, you agree then, defendant, that Admiral Erstmann's figures are quite incompatible with what you have told the tribunal about the number of U-boats with which you started the war. Yes, Dr. Herr Präsident, ich wäre Sir David dankbar, wenn den Satz ganz vorlesen würde. Das heißt, die Anmerkung 6, die hinter dieser Zahl 118 und den Bau gegeben kommt, mit vorlesen würde. Die Anmerkung 6, die, wie ich eben sehe, in der englischen Übersetzung nicht enthalten ist, lautet wie folgt: Chef Marine Haushaltsabteilung B Nummer E 311-42 GKDOS vom 19. November 1942. Die Zahl, Herr Präsident, bezieht sich auf einen späteren Zeitpunkt und nicht auf das Jahr 1938. Ich wäre außerordentlich dankbar, wenn ich nach dieser eben gemachten Erfahrung in Zukunft nicht nur das deutsche Exemplar, sondern gleichzeitig auch die englische Übersetzung von Sir David bekommen würde. Ich wäre Sir David dankbar, wenn dies veranlassen könnte. Dr. Seymours, couldn't you have the passage you want to translate it from the German into the English by the time you want to re-examine? As I understand it, you're referring to some note which is an addition to what has been translated into English. I'd like to have it read now. Well, yes, certainly. Would you read it again? Would you read the passage again? Sir David las die Worte vor. Tatsächlich wurden 118 fertiggestellt und in Bau gegeben. Soweit hatte Sir David vorgelesen. Hinter diesem Wort gegeben steht die Ziffer 6. Das bedeutet Anmerkung 6.
Die Anmerkung 6 lautet wie folgt. Chef Mariner Haushaltsabteilung B Nummer E 311-42 GKDOS vom 19.11.42 in Klammern Seite 19. Das zeigt also, dass auf Seite 19 dieses Schreibens der Mariner Haushaltsabteilung aus dem Jahre 1942 diese Zahl 118 genannt sein muss. Demnach erstreckt sich diese Zahl nicht auf das Jahr 1938, sondern auf einen späteren Zeitpunkt. The words are. Ich kann dazu auch noch eine andere Erklärung geben, die möglich ist. My Lord, I'll look into that, but the text says, and there's no difference in the German text, exactly what I read, that about 55 could have been provided for up to 1938. In reality, 118 were ready or ordered. That's Admiral Assmann's text. Aber nicht 1938. Really, I think we must have, my friend will have, Dr. Seymour's will have ample opportunity, and if there's any point, I shall consider it. But there is the text. The text includes that. What the footnote says, we can, Dr. Seymour's can put in re-examination. Was made in 1942, rather than the construction. Yeah. Well, I suggest that you ask him whether or not the note doesn't show the date that the report was made in 1942, rather than the construction. It came a little uncertainly over the effort. Yes. What is the that? President, just wait a moment. Will you? That's the report. That's the whole note. My translation of this note is Chief of the Navy Budget Department. Then it gives the reference to his note. Dated 19th November 1942. It seems entirely to bear out the suggestion of the learned American judge that this is the reference to the report. There's nothing more to it. There's nothing suggesting that the date of the construction was 1942. And I think it really would be as a matter of convenience that unless Dr. Seymour's has got something to say on the text that I'm putting, if he reserved these argumentary points to a re-examination. Dr. Seymour, you can raise it all in re-examination, and you can have a translation of this note laid before us by that time. Herr Präsident, ich bin vollständig damit einverstanden. Ich habe ja auch nur die Bitte geäußert, dass ich ein Exemplar der englischen Übersetzungen der jetzt neu vorgelegten Urkunden bekomme. Präsident, Sie werden mir zugeben, dass es eine sehr starke Belastung für mich während des Kreuzverhörs ist, jetzt festzustellen, wo die Übersetzung nicht vollständig ist und alles, was fehlt, selbst zu übersetzen, obwohl die britische Delegation eine englische Übersetzung in Händen hat. Da glaube ich, ist es leichter, wenn Sir David so liebenswürdig ist, mir eine englische Übersetzung zur Verfügung zu stellen. Sir David, you would be able to let him have an English translation of any new document, would you not? Certainly, the tribunal have ordered that, and that is prepared. Surely, you got this English translation, didn't you, Chief Arthur? Certainly, my Lord, that is... As I put each document, our translation will be given to Dr. Seymour's. May have been some mistake, yes, possibly, yes, wasn't it? But you will certainly get it.
Now, would you... we'll pass to another gentleman on your staff. You've told us a good deal about the naval budgets. Do you remember a Flotten intendant in your department, Secretary Flotten Intendant Teeler of the OKM Department E, the budget department of the German Admiralty? Do you remember? Jawohl, jawohl. Yes. Herr Anklagevertreter, darf ich nicht zu dieser Zahl 118 noch etwas sagen? Mir ist noch etwas eingefallen in Verbindung gerade mit dieser Note von Sechschef des Marinehaushaltsabteilung. Es ist also durchaus möglich, dass der Admiral Aßmann hier zwei Sachen zusammengefasst hat. Die U-Boote und jedes Schiff wurde ja im Haushalt genehmigt und also damit sanktioniert. Dieser Haushalt wurde am Ende des Jahres bearbeitet und herausgegeben, vor dem Jahre, für den er gültig wurde. Es ist nun hier, da plötzlich diese große Zahl erscheint, durchaus möglich, dass die Zahl 118 ausgerechnet, also im Zustande kommt, aufgrund dieser Vereinbarung mit England, die am 30. oder 31. Dezember 1938 getroffen wurde. Es ist durchaus natürlich, dass wir daraufhin den ganzen Rest der U-Boote, den wir noch bauen durften, auf die 100% hin, nun in den Etat eingestellt haben. Das bedeutet aber in keiner Weise, dass wir den Bau dieser Boote im Jahre 38 begonnen haben. Nebenbei glaube ich, wir hätten ihn sogar beginnen können, denn es handelt sich ja immer darum, dass man in irgendeinem Jahr nur so und so viele fertige U-Boote haben konnte. Aber ich halte diese Erklärung, die mir einfällt, weil ich hier sehe, Marinehaushaltsabteilung, für durchaus zutreffend. Well, I'm the tribunal have the wording that that is up to 1938, and I'm not going, as I say, I'm not going to argue the point with you. The words speak for themselves. I'd now like you to look at document D/855, which is will be GB461, and is an extract from a lecture by the gentleman I've just mentioned, Herr Teeler, which was given at the German Naval Training Center for Administrative Offices in Prague on the 12th of July, 1944. See, Dr. Siemens is a copy. And the extract I want to put to you is on page 22, and it's headed Ship Construction Plan. Have you got that? Page 22, the heading is Ship Construction Plan. You see the paragraph beginning, the era of the very large development of the Navy had therefore come at the moment of the seizure of power. Already in the first year after this, in March 1935, the construction of battle cruisers with a displacement of 27,600 tons was proceeded to. Such a vessel was ordered to be constructed. This one of the classes of the Treaty of Versailles, which were the most important for us, the clauses, that should be, I'm so sorry, it's a misprint. Thus, one of the clauses of the Treaty of Versailles, which were the most important for us, was at once violated in the naval sphere in a manner which in a short time could no longer be camouflaged. It's not coming through. All right. I'll read the sentence again. Thus, one of the clauses of the Treaty of Versailles, which were the most important for us, was at once violated in the naval sphere in a manner which in a short time could no longer be camouflaged. Is Flottintendant Teeler right when he said that in his lecture? Natürlich war es ein Verstoß.
Aber ich habe ja hier des Längeren auseinandergesetzt, dass es sich nicht um den Neubau von Schlachtkreuzern handelte, sondern dass es darauf ankam, die beiden Panzerschiffe, die wir schon bewilligt bekommen hatten, zu verwerten. Und dass Hitler 1934 mir nur die Erlaubnis gab, die Schiffe etwas zu vergrößern, die Pläne, sodass der Panzer stärker werden konnte. Und ich ersehe hieraus, dass erst im März 1935, als der Abschluss des Vertrages sicher stand und es also sicher war, dass England uns einige Monate später erlauben würde, solche Schiffe zu bauen durch den Vertrag, dass da schon die Pläne für die 26.500 Tonnen Schiffe vom Führer genehmigt wurden und in Angriff genommen wurden, die ersten Schlachtschiffe im neuen Programm werden sollten. Das also, was er 34 noch nicht genehmigt hatte, die dritten 28 cm Türme, das heißt die Offensivwaffen, hineingebaut wurden. Well, I'm glad to think that this gentleman seems to be more, to agree with you more than the other. Just look what he says about U-boats, two sentences further on. He says the U-boats were completed in separate parts as their construction was under no circumstances to be apparent to the outside. These parts were stored in sheds for the time being and only needed to be assembled after the declaration of freedom to rearm. Is Flottintendant Thieler right on that point? Jawohl, er hat recht, das haben wir uns zugegeben. Well, now let's see, let's look at his next point. Ich darf vielleicht die Erklärung zu Ende führen. Wir haben... Well, do try and keep it as short as you can. I don't want to cut you out, but try, keep it as short as you can. Selbstverständlich, aber ich muss meine Verteidigung zu Ende führen. Also, wir haben die U-Bootsteile im Auslande bauen lassen und haben sie erst Anfang 1935 hereingenommen und dann zusammengesetzt, ebenfalls zu dieser Zeit, wo der Flottenvertrag als sicher in Aussicht stand. I see, you say you were anticipating the treaty. Well, now just look at the next, what he says after that. The third one also of these clauses of the Treaty of Versailles that were the most disadvantageous for us, the limitation of personnel to 15,000 men was immediately ignored after the seizure of power. The total personnel of the Navy was already 25,000 in 1934, and in 1935, the year of the London Naval Agreement, 34,000 men. Jawohl, is Flottintendant Thieler right on that? Is that right? Jawohl. Yep. Es war klar, dass wir das Personal rechtzeitig ausbilden mussten, um die vergrößerten Seestreitkräfte besetzen zu können. Well, now, I just I want you to look for a moment at the a document which is on page 3 of document book 10, which you did refer to in your examination in chief. That's the document C-23, about the displacement of the Scharnhorst and the Gneisenau and the Tirpitz and the Bismarck and the other ships. Now, you're familiar with that document. We've discussed it. Jawohl. Jawohl, ich kenne es. Yes. Well, now, that is dated the 18th of February, 1938. Germany didn't denounce the Anglo-German naval treaty till after the British guarantee to Poland in April 1939, which is 14 months later. Why didn't you?
simply send a notification to Great Britain that the displacements had come out 20% bigger because of defensive matters in construction. Why didn't you do it? Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Wir haben neulich auseinandergesetzt, wie das Deplacement durchaus nicht durch erstrebenswerte Änderungen allmählich größer geworden ist. Zu unserem eigenen Schaden wegen des verdeutschten Tiefgangs. Really, defendant, I've got that well in mind. I'm sure the tribunal have. We've got the reason why the displacements came out bigger, and I don't think you're prejudicing yourself if you don't repeat it. But just look at the bottom of that page, because I think you'll find the reason, which you can't remember there, won't you? In the opinion of AMP4, it would under no circumstances be right to report a larger tonnage than that, for instance, England, Russia, or Japan will probably publish shortly, in order that we may not put upon ourselves the blame for a race in armaments. Isn't that the reason? Jawohl. Yeah. Da steht, es war für die Zukunft gedacht, wir wollten unter keinen Umständen den Eindruck erwecken, als ob wir die Offensivkraft unserer Schiffe steigerten. Now, defendant, I'm going to pass to another subject, and I want to put quite shortly and bluntly, as you will appreciate, the point the prosecution puts to you, that for 20 years, from 1918 to 1938, you and the German Navy had been involved in a course of complete cold and deliberate deception of your treaty obligations. That's what I'm putting to you, you understand? Do you, after these documents, do you deny that that is so? Selbstverständlich, es war keine kaltblütige Angelegenheit, sondern bei den ganzen Umgehungen des Versailler Vertrages war es das Bestreben, unser Land besser verteidigen zu können, als man es uns belassen hatte. Und ich habe ja nachgewiesen, dass man gerade in den Versailler Bestimmungen immer die Punkte beschränkt hatte, die für die Verteidigung unseres Landes ungünstig waren und die für einen Angriff von außen her günstig waren. Well now, bei den Schiffen möchte ich noch hinzufügen, handelt es sich ja darum, dass wir immer nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Schiffen fertig bringen konnten und dass es infolgedessen uns daran lag, die Widerstandskraft, also die Sinksicherheit und diese Eigenschaften so stark wie möglich zu erhöhen. Wir haben niemals die Offensivkraft über das Maß hinaus gesteigert, das uns gestattet war. Now, defendant, I want you to understand what my next series of questions are directed to. I don't want there to be any misapprehension. I'm now going to suggest to you that these breaches of treaties and your naval plans were directed towards the possibility and then the probability of war. And I'd just like you will take the same document as I've been dealing with, C-23. We'll use that to pass from one to the other. Would you turn on to page 5 of document book 10? And there you'll see that there's a memorandum, I think, of the planning committee to the commander-in-chief of the fleet, Admiral Carles. And we've heard your view of Admiral Carles, that you thought he was a very good officer, and in fact, he was your first choice for your successor. Now that's in September 1938, and it's a top secret opinion on the draft study of naval warfare against England.
And you see, A says there is full agreement with the main theme of the study. Now look at paragraph one. If according to the Führer's decision, Germany is to acquire a position as a world power, she needs not only sufficient colonial possessions, but also secure naval communications and secure access to the ocean. Do you agree with that, defendant? Jawohl, das stimmt. Ich kenne dieses ganze Dokument. Now, look at two. Both requirements can only be fulfilled in opposition to Anglo-French interests and would limit their position as world powers. It is unlikely that this can be achieved by peaceful means. The decision to make Germany a world power therefore forces upon us the necessity of making corresponding preparations for war. Do you agree with that? Jawohl, das stimmt alles. Now let's take three. War against England means at the same time war against the Empire, against France, probably against Russia as well, and a large number of countries overseas, in fact, against half to two-thirds of the whole world. Well, I didn't ask you about that because the facts have shown it. Now look at the next. It can only be justified. Ja, ich muss aber mich dazu äußern können, bitte, zu diesem Dokument. Oh, certainly. I'm sorry. We had got on so quickly that I thought we were not going to have any explanation. Im Jahre 1938 wurde, wie das ja hier verschiedentlich zum Ausdruck gekommen ist, die Stimmung des Führers gegen England schwieriger, trotz aller Bemühungen des Generals von Blomberg und mir, ihm zu sagen, dass das nicht und dass wir in Frieden leben könnten. Trotzdem befahl der Führer, man müsse auch auf den Fall gefasst sein, dass England einmal seinen Plänen entgegentrete. Er hat nie selbst daran gedacht, von sich aus einen Angriffskrieg gegen England zu inszenieren. Und nie daran gedacht, wo ich ja nachgewiesen habe, dass ich nichts getan habe, als ihm davon abzureden. Im Jahre 1938 befahl er, wir sollten, so wie wir uns bisher mit den anderen Kriegswellen beschäftigt hatten in Studien, was ja Pflicht der Wehrmachtsleitung ist, auch einmal durchgehen in einer Studie, wie sich eigentlich ein Krieg mit England gegen uns abspielen würde und was wir dazu brauchten. Diese Studie wurde abgefasst und ich habe dem Führer vorgetragen, dass wir niemals mit unseren Streitkräften so hochkommen könnten, dass wir einen Krieg gegen England mit Aussicht auf Erfolg unternehmen könnten. Ich wäre ja wahnsinnig gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Ich habe ihm gesagt, das ist wiederholt zum Ausdruck gekommen, dass bis zum Jahre 44, 45 wir eine kleine geschlossene Streitmacht gründen könnten, mit der wir den Handelskrieg gegen England anfassen könnten, die englischen Handelswege auf dem Ozean anfassen könnten. Aber wir würden niemals in der Lage sein, England wirklich damit zu besiegen. Diese Studie, die bei uns in der Seekriegsleitung unter mir aufgestellt worden war, schickte ich an den Generaladmiral Karls, der in allen diesen Fragen ein sehr klares Urteil hatte. Der hielt es für seine Pflicht, in der Einleitung seiner Antwort, in der er mit uns übereinstimmte, auseinanderzusetzen, was für Folgen ein solcher Krieg gegen England für uns haben würde. Nämlich, dass dadurch wieder ein Weltkrieg entstehen würde, den weder er noch wir in der Marine noch irgendjemand in der Wehrmacht haben wollte. Meiner Ansicht nach auch Hitler nicht, wie ich neulich nachgewiesen habe. Und deswegen diese Äußerung. Er sagt, wenn wir Krieg mit England führen müssen, dann müssen wir erstens den Zugang zum Ozean haben und zweitens müssen wir den englischen Handel auf den Seewegen des Atlantik angreifen.
Nicht, dass er vorschlug, wir sollten eine solche Unternehmung von uns aus unternehmen, sondern es handelte sich immer nur um die Gedanken für den Fall, dass ein solcher Krieg sehr gegen unseren Willen ausbreche. Well, das war unsere Pflicht, want you to look diese at Gedanken one sentence. Zu durchdenken. You say that the war against it, that's the war against England, can only be justified and have a chance of success if it is prepared economically as well as politically and militarily. Then you go on to say, and waged with the aim of conquering for Germany an outlet to the ocean. Now, I just want to see how you prepared... Das ist ganz klar und ist auch ganz richtig, was er da gesagt hat. Perfectly clear. Well, now, just let's look how you had begun to prepare economically. Let's take that first, as you put it first. Would you look at document C-29, which is on page 8... Sir David, hadn't we better break off now, if you're going into this? Indeed. Hello, recording. Hello, recording. Here's the break. Here's the break. Hello, recording. Here's the... I told you, defendant, that I was next going to ask you a question about document C-29, which is on page 8 of the English document, book 10, and on pages 13 and 14 of the German document book. You remember this document gives general directions for support given by the German Navy to the German armament industry. And you told us when you... Thank you. You told us when you were dealing with the document that you wanted your service not to be small-minded about matters of a not very high secrecy, but in addition to that, your general policy was that the German armament firms should develop a foreign trade so that they would have the capacity to deal with the increased demands of the German Navy as soon as possible. Is that right? Is that a fair summary? Or shall I repeat it? Ja, man muss aber dazu sagen, dass ich an zwei Stellen ausgedrückt habe, dass wir in der damaligen Zeit hofften, dass die Versailler Bestimmungen gelockert würden. Denn es war damals eine verhältnismäßig günstige Periode bei den Abrüstungsverhandlungen. Und wir hatten schon die Regierung von Papen und von Schleicher, die großes Verständnis zeigten für die Bedürfnisse der Wehrmacht und infolgedessen in der Abrüstungskonferenz auch sehr stark dafür kämpften. Also es war eine durchaus legale Entwicklung, die zu erwarten war. Und auf der anderen Seite war unsere ganze Industrie ja auf Anfertigung von Rüstungsdingen nur noch in sehr geringem Maße eingestellt. Sie musste infolgedessen gestärkt werden. Ich betone nochmal, dass das mit dem Hitler-Regime gar nichts zu tun hatte, sondern dass das diese Verfügung zufällig am 31. Januar, dass diese Verfügung zufällig am 31. Januar herausgekommen ist. Bitte. I don't think you're really disagreeing with me that your policy, your broad economic policy for the German armament industry was to develop its export trade so as to be able to deal with increased home requirements in future years. That's what you're advocating, isn't it? That the German armament industry should at once increase its export trade so as to be able to deal with increased home requirements when these requirements arose. Isn't that right? Jawohl, das stimmt. Yes. Ich verstehe nur den Ausdruck nicht. Sagen Sie Eigenhandel oder Eisenhandel? Ich frage,
Ich verstehe Ihren Ausdruck nicht. Eigenhandel oder Eisenhandel? Oder? That your... Außenhandel. Außenhandel, jawohl. Yes. Also wir wollten unsere Industrie konkurrenzfähig machen gegenüber den anderen Staaten, sodass sie auch Vorteil hatte und sich stärken konnte. Ganz zweifellos. Now, the, just I'll ask you to turn to document C-135, which is page 21 of the... sorry, Marauders. Page 20 of the English document book and page 73 of the German document book. Book 10. Book 10, Lord, yes. Now, you remember that document, you dealt with it. You said... Well, es ist in dem Affidavit Lohmann behandelt. Yes. That's a document of the, I think, in April 1933, judging by the date which I put to you in a moment. And you said to the tribunal, in giving your evidence, that it was mere chance that the year 1938 was mentioned, that was the same period as had been dealt with... I'm sorry. Dass das Jahr 1938 erwähnt wurde. Yes. Weil es ja wiederholt zur Erwähnung kommt. That had been mentioned by the, in some Weimar Republic documents. Will you just look at the second last paragraph? That will be on your page 74, the page 21 of the English document. It's in the middle paragraph of paragraph 3. Further, Reich Chancellor Adolf Hitler had made a clear political request to build up for him in 5 years, that is by the 1st of April 1938, armed forces which he could place in the balance as an instrument of political power. Is that true, that Hitler had made a clear political request? Jawohl, soweit ich mich erinnere, hatte er 1933 eine Art Fünfjahresplan verlangt. Und nun fiel dieses Jahr 1938 zusammen durch Zufall mit dem Jahr 1938, das aus unserem Schiffbauersatzplan stammte. Und diese Anweisung hatte er offenbar für die ganze Wehrmacht gegeben, denn für die Marine wurde ja schon 1935 der Flottenvertrag maßgebend, wo wir nur zu rüsten hatten nach dem Verhältnis 1:3 und nicht nach irgendwelchen Sonderplänen. No, but the point that I want to deal with is this. Did Hitler tell you that he wanted these forces to place in the balance as an instrument of political power? Did he tell you that? Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen, aber ich glaube, das ist ein Ausdruck, der durchaus gebräuchlich ist, dass man seine Wehrmacht als ein Instrument gebraucht, was man bei politischen Verhandlungen auch in die Waagschale werfen kann, um nicht so, wie wir bisher immer, bis zu der damaligen Zeit, zum Spielball der Nationen zu werden. Das ist ein durchaus unverdächtiger Ausdruck, ja, meiner Auffassung. That, put it bluntly, Hitler was telling you, by 1938, I want armed forces that I can use in war, if war should become necessary. That's what it means, isn't it? And that's what you understood it to mean. Isn't that right? Nein. Vom Kriegsfall ist überhaupt nicht die Rede gewesen, sondern davon,
dass wir so dastehen mussten im Kreise der Nationen, dass wir nicht ohne weiteres über den Haufen gerannt wurden, wie bisher. No, that, if anyone tried to push you over, you could fight. That was it, wasn't it? Das ist ganz klar, wenn wir angegriffen wurden, das ist ja doch der Fall, wenn wir angegriffen wurden, dann wollten wir uns wehren können. Das konnten wir bis dahin nicht. Now just let's take the first example when you contemplated fighting. If you look at document book 10A, C-140, page 104 of the English version, and page 157 of the German version. You remember that is the directive of Field Marshal von Blomberg on the Germany leaving the disarmament conference and the League of Nations. And there is a pretty full general directive as to what military measures you would take if the members of the League of Nations applied sanctions against you. In other words, you were quite prepared for a war happening on that piece of policy. That's so, isn't it? And that's what it says. It gives the preparation, all the preparations ready for fighting. Diese Vorbereitungen wurden getroffen, soweit ich mich erinnere, 11 Tage nachdem wir aus dem Völkerbund ausgetreten waren. Und es war ganz selbstverständlich, dass wenn der Führer glaubte, dass auf diesen Austritt hin, der ja eine an sich völlig friedliche Unternehmung war, etwa kriegerische Maßnahmen, Sanktionen gegen uns ergriffen würden, wir uns dagegen verteidigen müssten. Und wenn ein solcher Angriff wahrscheinlich war, so you were, dass wir dann diese Vorbereitungen treffen mussten. So you realize, defendant, that as early as October 1933, the course of Hitler's foreign policy might have brought about an immediate war, didn't you? Nein, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass eine solche Maßnahme wie der Austritt aus dem Völkerbund, in dem wir stets ungerecht behandelt worden waren, weil wir eben keine Macht hinter uns hatten, dass der einen Krieg von Seiten irgendeiner Macht zur Folge haben könnte. Trotzdem war es richtig, dass man mit einem solchen ungünstigen Fall rechnete. I see. Well, that's good enough for me. Now just let's look at the same document book, C-153, on page 107 of the English version and page 164 to 167 of the German version. That is, you remember, your armament plan for the third armament phase. And I'd just like you, first of all, to look at paragraph 3. In A and B of paragraph 3, you give the general basis that for your arrangements, A, for the military leaders, a sound basis for their operational considerations, and B, for the political leaders, a clear picture of what may be achieved with the military means available at a given time. That is, ganz klar, dass ein solcher Plan diesen Zweck hat. And that your political leaders were to make their plans on
what armed forces you had available for war, if necessary. That was what you were contemplating then, wasn't it? Ja, das ist ja doch selbstverständlich. Ich habe dem Führer vorgetragen, so viel kann ich an militärischer Stärke in diesem Jahre bereitstellen. Das muss der Staatsoberhaupt wissen, damit er weiß, womit er rechnen kann. Das hat aber mit kriegerischen Plänen gar nichts zu tun, sondern das ist in jedem Staat so der Fall. Andererseits kann ich dem politischen Führer nicht hineinreden, was er haben soll, sondern ich kann ihm nur melden, was ich schaffen kann. Ich habe also mit dieser politischen Sache gar nichts zu tun, aber ich tue nur das, was notwendig ist, was in jedem Staat geschieht. And just look at paragraph 7. I'm not going to argue with you whether there are states who base their foreign politics and things other than war. That's a matter of argument. But look at paragraph 7. All theoretical and practical aid preparations are to be drawn up with a primary view to readiness for a war without any alert period. That is that you, as far as the Navy was concerned, you had to be ready then for an immediate war footing. Have the Navy on an immediate war footing. Isn't that right? Nein, nein. Sondern es handelt sich hier um die Reihenfolge der Dinge, die bewilligt werden sollten. Also der Rüstungsplan stellte auf, was für die Marine am wichtigsten sei, neu zu beschaffen. Und da sage ich hier, das ist für die Kampfmittel, die für einen Kampf ohne Bereitschaft, ohne Anlaufzeit dienen. Und das ist auf Deutsch gesagt die schwimmende, aktive Flotte, die nämlich immer bereit sein muss. Die musste auf dem Stand der höchsten Bereitschaft gehalten werden und die musste in erster Linie das bekommen, was sie nötig hatte. Erst dann kamen alle die vielen anderen Dinge, wie zum Beispiel Unterkunftsräume und so etwas, was mit dem unmittelbaren Kampf nichts zu tun hatte. Well, I thought that was what I'd put to you. It was for that the fleet had to be in ready and in being for war. However, you've given your account of it. Just to turn over, if you'll be so good, to page 68 of document 10, page 285 of the German document book. Yes, C189, my lord. Page 6, I'm writing the page 6. My lord, I think it's page 66, is it, my lord? I'm sorry. In book 10, the other one. Yes, it's 66, I'm sorry, I said 68. But it's 285 of the German document book. Now, I want you to just, there's one point on which you've made a point in your examination on which I must challenge. You say in paragraph 2, the English is CNC Navy expresses the opinion that later on, and I ask you to note the words later on, the fleet must anyhow be developed against England, and that therefore from 1936 onwards, the large ships must be armed with a 35-centimeter gun. Now, are you telling the tribunal that Gegen-England does not mean against in the sense of in antagonism to, directed against, in opposition to, that it merely means in comparison to? Are you seriously saying that? That Gegen-England does not mean in antagonism to or directed against England? Are you?
Ich habe neulich schon ausgeführt, dass es sich darum handelt, um das Ausrichten. Wir hatten uns bis dahin ausgerichtet nach der französischen Marine, die 33 Zentimeter hatte. Jetzt übertrumpfte England Frankreich, indem es 35,6 Zentimeter auf seine Schiffe nahm. Dann übertrumpfte, wie ich neulich sagte, wiederum Frankreich England, indem es 38 Zentimeter nahm. So sagte ich dem Führer, mit also unseren 28 Zentimetern, die wir glaubten, noch gegen Frankreich, gegen die Dunkerque-Klasse verwenden zu können, würden wir nicht mehr auskommen, sondern wir müssten das nächsthöhere Kaliber nehmen, nämlich 35,6, was die Engländer nahmen. Dazu kam es aber gar nicht, weil die Franzosen 38 Zentimeter nahmen und wir nun mit dem Bismarck-Typ wieder den Franzosen folgten. Dieser Vergleich der Kaliber und der Schiffstypen untereinander war damals absolut gebräuchlich, wurde auch well, gar you know, nicht... You've told us all that before, and my question is a perfectly simple one. That this document in the original German, when you say gegen England, it's exactly the same as in your song, Wir fahren gegen England. It means against, in antagonism to and directed against and not in comparison with. That's what I'm putting to you, and it's a perfectly short point. Are you telling this tribunal that gegen England means in comparison with England? Das will ich sagen, denn es steht ja da, entwickeln gegen England. Und wir hatten in diesem Moment ja noch gar nicht mal das Flottenabkommen abgeschlossen. Da werde ich doch nicht daran denken, eine englandfeindliche Politik machen zu wollen. Now, well, look to the next page, document C190, page 67 of the English document book, page 284 of the German document book. That's your conversation with Hitler on the 2nd of November 1934, when you're discussing bigger naval estimates and the availability of more money. Now, I want you to look at the end of the first paragraph, which gives Hitler's reason. He considered it vital that the Navy be increased as planned. Now look, as no war could be carried on if the Navy was not able to safeguard the ore imports from Scandinavia. Are you still telling the tribunal that you weren't, from 1934 onwards, contemplating war? Well, if so, why does Hitler say that? I mean, that's one of the most vital points of German naval strategy. No war could be carried on if the Navy was not able to safeguard the ore imports from Sweden. You weren't you contemplating war at Tenerife in November? Weren't you? What? Eine Kriegsmarine wird doch aufgebaut, damit sie, wenn ein Krieg notwendig wird, wenn sie das Vaterland verteidigen muss, eintreten kann mit ihren Waffen. Sie wird doch nicht zu etwas anderem aufgebaut. Und diese Idee ist entschieden eine der allgemeinen Begründungen für die Existenz einer Marine in Deutschland. Es gab ja sehr viele Leute, die glaubten, dass eine Kriegsmarine nicht nötig wäre. See, what I'm putting to you is this. You've told the tribunal that the Navy was purely defensive, all your preparations are purely defensive. I'm suggesting to you that Hitler there is contemplating a war and contemplating the tasks of the Navy during a war a few months before he intended to denounce the military clauses of Versailles. You were all set. Should become necessary, and you knew that. Wasn't that the position? Das ist
also eine vollkommene Verdrehung, Herr Anklagevertreter. Selbstverständlich muss man doch im Frieden überlegen, welche Fälle eintreten können, wo die Wehrmacht aufgerufen wird zur Verteidigung. Denn damals hat niemand an einen Angriffskrieg gedacht. Und man muss die einzelnen Aufgaben, über die einzelnen Aufgaben sich doch klar sein. Und eine Aufgabe der Marine war zweifellos, in einem Kriege die Erzzufuhr von Schweden und Norwegen zu sichern. Danach musste sie aufgebaut werden. Would you just look at the next sentence in paragraph 2, then when I mentioned that it would be desirable to have 6 U-boats assembled at the time of the critical political situation in the first quarter of 1945. You were preparing for the critical political situation. Well, now, let's look what you were doing in 1936. Would you give the defendant and Dr. Seymour's document D/806? That's a report of yours, dated the 11th of November 1936, dealing with the U-boat construction program. And after the first paragraph, where you say this, in the second paragraph, the military and political situation urgently demands that the extension of our U-boat fleet should be taken in hand immediately and completed with the greatest energy and dispatch, as it is a particularly valuable part of our armament at sea and possesses special striking powers. Are you saying that what you were urging there was purely defensive and had no idea that the special striking powers would be needed in a war? Aus der ganzen politischen Lage scheint es mir wenigstens, ich erinnere mich nicht mehr, glaubte ich damals zu ersehen, dass es notwendig sei, den U-Bootsbau in den Vordergrund zu stellen. Aber ich habe niemals damit gerechnet, dass von uns aus ein Krieg inszeniert werden würde. Das hat mir ja doch auch Hitler immer wieder gesagt. Aber er hat seine politischen Unternehmungen gemacht und durch die konnte man zweifellos in einen Krieg geraten, wenn die anderen Mächte gegen eine solche politische Unternehmung eintraten. An sich ist mir ja vorgeworfen worden, dass ich den U-Bootsbau zu wenig forciert hätte. You're stressing it sufficiently there, aren't you? On the military and political situation, you were kept fully informed of the political situation and were adjusting your naval armament accordingly. Isn't that so? Ich habe hier zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst von dem, was geschehen würde, sondern ich wusste, dass wir das Rheinland besetzt hatten in dem Jahre und dass Hitler danach auch infolge der Wolken, die am Horizont aufzogen, infolge dieser Rheinlandbesetzung, größte Vorsicht walten ließ und erklärte, wir müssten gefasst darauf sein, dass doch noch eine Verwicklung eintrete. Deswegen war damals im Jahre 1936 ja eine besondere Weisung herausgegeben. Und im Rahmen dieser Überlegungen war meine Vorsicht. Es war ja meine größte Pflicht, dass ich aufpasste und
nach diesem Aufpassen und den Folgerungen, die ich daraus zog, mich so stark wie möglich zu machen. In dem gleichen Sinne war auch die Furie, das Furie-Dokument, zu dem Sie mir keine Frage gestellt haben, gemeint, wenn ich fragte, ob für den Fall einer politischen Spannung Anfang 1935, wo nämlich das Flottenabkommen noch nicht abgeschlossen sein würde, das kam ja erst im Juni, ob wir da vielleicht schon 6 U-Boote zusammensetzen sollten. Das war auch für diesen Eventualfall, dass eine Spannung eintrete, und ich wusste damals, dass 1935 die Erklärung der Wehrhoheit beabsichtigt war. Well now, you've told us what you knew in 1936. Now just to, let's pass on to 1937. I want to know exactly what you say. Did you, that of course as you'll remember, turns on the Hossbach document, 386 PS, which is at page 81 of document book 10, page 314 of the German document book. Sir David, did you give a number to that last document? I'm greatly obliged, Your Lordship. It should be GB462. Now, I want you just to, have you got that page 314 of the German document book? Können Sie mir vielleicht den Abschnitt sagen? Ich habe hier ein besser übersichtlicheres. Yes, it's the first thing I want to ask you about is the third paragraph, the last sentence, where Hitler is reported as saying, the German future is therefore dependent exclusively on the solution of the need for living space. And then I wanted you, if you'd be so good, to turn over 2 pages to 316. Lord, it's page 83 of the English document book, where that is repeated, well, it's about 7 lines down, where Hitler says, the only way out, and one which may appear imaginary, is the securing of greater living space. And then he says that the history of all times has proved that every space expansion can only be effected by breaking resistance. By breaking resistance. And then in a separate paragraph, he says the question for Germany is where the greatest possible conquest could be made at the lowest cost. Do you see that? Page 316. Darf ich mit dem letzten anfangen? Das ist falsch übersetzt. Yes, that was what I was really going to ask you. I wanted you to tell us, did you hear Hitler saying that that was the general problem? The greatest possible conquest could be made at the lowest cost. Nein. In dem englischen Dokument steht Conquest. Das steht aber nicht im deutschen Dokument, sondern es steht im deutschen Dokument. Den größtmöglichen Gewinn mit dem kleinsten Einsatz. Also ein Wort aus dem Spiel. Es ist von well, I'm quite prepared. Eroberung in keiner Weise die Rede. I'm quite prepared to accept that, but it comes after the passage which I've referred to you in quite detail because I don't want to select anything out of its context. Did you appreciate that Hitler there was saying the only possibility for Germany
is to get extra living space, and that had to be got at the expense of other nations. He said that, didn't he? Das hat gesagt, und ich habe neulich erklärt, wie das aufgefasst ist. Sprach im Ganzen von Österreich und von der Tschechei, von dem Sudetenland. Und wir alle waren der Auffassung... Well, now... Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Wir waren der Auffassung, dass eine Schwenkung der Politik nicht beabsichtigt wäre. Und sie hat auch nachher nicht stattgefunden. Es ist weder Krieg mit Österreich noch mit der Tschechei gewesen. Und wir waren der Überzeugung alle, dass er diese Frage genauso wie alle anderen schwierigen politischen Fragen auf friedlichem Wege lösen würde. Ich habe das sehr ausführlich dargelegt. Well, now that's what I was going to ask you about. You've brought, taken the new, my second point yourself. The rest of the document deals with action against Austria and Czechoslovakia. Would you look at page 86? And you, I think you'll agree with me that Field Marshal von Blomberg and General von Fritsch rather poured cold water on Hitler's ideas. Isn't that a fair way of putting it? They showed a certain antipathy. Yeah. Yes. Now, that was in November 1937. Wir haben ihm ja alle immer gesagt, dass er unter keinen Umständen mit England und Frankreich einen Krieg herbeiführen dürfe. Und er hat auch stets zugestimmt. Ich habe aber ausgeführt, dass diese ganze Rede ja mit einem bestimmten Zweck gehandelt wurde, geredet wurde. Und dass er deswegen sehr stark übertrieb und diese Übertreibung sofort zurücknahm als ein Hinweis auf die Kriegsgefahr mit Frankreich und England ihm gegeben wurde. That was what I was going to ask you. That was in November. By January, Field Marshal von Blomberg had made his unfortunate marriage, hadn't he? By January 19... No, es war im Januar, ich weiß es nicht. Yeah. And you took the view, didn't you, that he had been encouraged to do that by the defendant Göring. Habe ich noch niemals gesagt. Oh, didn't you? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin auch nicht der Überzeugung gewesen. You remember making a statement in Moscow on this point? Ich erinnere. Making a statement in Moscow on bitte, this point? Let me read it to wem, you. Wem bitte? In Moscow to the Russians. The year 1938 had at its beginning experiences of personal nature, which, though not concerning the Navy directly, caused me to lose confidence, not only in Göring, but also in the sincerity of the Führer. The unfortunate matrimonial situation of Field Marshal von Blomberg made his position as Commander-in-Chief of the Armed Forces impossible. Belatedly, I came to the conclusion that Göring, with all his might, strove for the post of Commander-in-Chief of the Wehrmacht in place of Blomberg. He favored the marriage inasmuch as it made Blomberg ineligible for this post. While Blomberg believed and often expressed himself to this effect, and even expressed himself to this effect, that such a marriage was possible under the present system. Göring had him shadowed in the past, as I learned from later remarks. Didn't you say that? Ich habe in Moskau unmittelbar nach dem Zusammenbruch meine Erfahrungen aufgeschrieben über die Ursachen des Zusammenbruchs. Diese Dokumente habe ich unter den dortigen Verhältnissen, wo ich sehr ritterlich behandelt wurde,
keine Bedenken getragen, dem obersten General des Innenkommissariats zur Kenntnis zu geben, da ich gefragt wurde, was ich dort betriebe. Ich glaube... All I want to know is that true? Is that true, what you said? Ich habe diese... Ich habe diese Aufzeichnungen gemacht. Und es stimmt auch, dass ich nachträglich diese Gedanken bekommen habe, dass Göring die Heirat begünstigt habe. Das hat er, glaube ich, sogar selbst dir gesagt. Er hat Blomberg geholfen, da er, glaube ich, nicht wusste, worum es sich tatsächlich handelte. Wie schlimm der Fall lag. Well, you see, your view at that time was that Göring was encouraging the marriage because he knew that it would put Blomberg off the map as commander-in-chief. Because he wanted the position himself. Wasn't that the view that you held last summer? Das habe ich im letzten Sommer geglaubt, jawohl. Und das stimmt auch, dass Göring zweifellos ein Bestreben hatte, Oberbefehlshaber der Wehrmacht zu werden, was der Führer aber selbst vereitelt hat. Well now, that was von Blomberg. We know what happened to him. Wie meinen Sie? Choice for after von Blomberg was von Fritsch, wasn't it? You thought that von Fritsch would have been the best commander-in-chief if Blomberg went, didn't you? Jawohl. And you mentioned that to Hitler. And er fragte mich, und yeah. Da habe ich gesagt, ich würde auf Freier von Fritsch vorschlagen, wenn er mich fragte. Now, aber da sagte mir der Führer, dass das nicht ginge. No, because someone was bringing a charge of homosexuality against von Fritsch. Isn't that right? That was why it couldn't be done. Jawohl, er sagte das allgemein. Er sagte, es lege ein sittliches Vergehen vor. Now, you were one of the court who inquired into that charge, weren't you? Göring as president and you Jawohl. And General von Brauchitsch. And you came to the conclusion that the charge of homosexuality against von Fritsch was a frame-up by the Gestapo, didn't you? Do you know what I mean? I'm afraid frame-up is... Den Eindruck machte mir die ganze Sache, jawohl. Because the denunciation had been by some shady character whom you thought was a hanger-on of the Gestapo, and at the trial, the cooperation of the Gestapo with the accuser was brought to light. That's right, isn't it? You were satisfied from sitting at the trial. Jawohl. Yeah. And you agree that there had been that the guilty party was a cavalry captain, Rittmeister von Fritsch, and not this general at all. Isn't that right? Nein, wir... That's right. Da stimme ich absolut zu. Wir haben Freier von Fritsch wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Es ist keinerlei Verdacht auf ihm irgendwie kleben geblieben. You acquitted him, but his reinstatement did not follow. His reinstatement in command didn't Nein, follow. Ich bin zu ihm gegangen, da ich ihm näher stand, und habe ihn gefragt, ob er damit einverstanden sein würde, dass ich zu Hitler ginge und ihm vorschlüge, ihn, den Freier von Fritsch, wieder in sein Amt einzusetzen. Aber Fritsch sagte mir, dass er das für ganz unmöglich hielte. Er wäre der Ansicht, dass seine Autorität doch so weit gelitten hätte,
dass er den Posten als Oberbefehlshaber des Heeres nicht mehr einnehmen möchte. Daraufhin konnte ich leider nichts tun. Ich habe dies dem Führer gemeldet. Das hatte aber weiter Konsequenzen. Und der Führer hat nur in einer großen Versammlung von Generalen und Admiralen die absolute Unschuld des Freier von Fritsch festgestellt. And did you say this with regard to the von Fritsch incident? I became convinced that Goering had a hand in this well-prepared situation, since in order to attain his goal, it was necessary to eliminate any possible successor to von Blomberg. Remember saying that? Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich glaube, dass ich dieser Auffassung war. Ich muss aber bitte der Gerechtigkeit wegen sagen, dass die Freisprechung des Freiherrn von Fritsch in erster Linie der Führung der Verhandlung durch Goering zu verdanken war. Dieser Zeuge, der da angeführt wurde, war derartig verlogen und änderte seine Aussagen alle 10 Minuten, dass nur Goering mit ihm fertig wurde. Nachdem ich das erlebt hatte, war ich sehr dankbar, dass ich nicht zum Vorsitzenden ernannt war, was der Justizminister vorgeschlagen hatte. Ich wäre nicht mit diesen Leuten fertig geworden. Und nur dem Eintreten von Goering ist zu verdanken, dass die Freisprechung ganz reibungslos erfolgen konnte. But of course, I think you've said, witness, that whether he was acquitted or whether he wasn't, there is the authority of von Fritsch in the German army was, in his own view, destroyed by the fact that this charge had been brought against him. That was the result of it, wasn't it? Dieser Ansicht war der Freier von Fritsch. Ich würde darauf bestanden haben, wieder ernannt zu werden, wenn ich so freigesprochen wurde. Now, didn't it strike you as curious that the two people who were on the 5th of November had tried to head Hitler off from a course that might have taken war were both disgraced in 2 months? Didn't it strike you as curious? Das ist mir in gar keiner Weise komisch vorgekommen. Und das hat ganz bestimmt keinen Zusammenhang. Wenn Hitler dieser Ansicht war, dass Leute in oberer Stellung, die ihm in einer solchen Sache widersprachen, abgesetzt werden müssen, dann hätte er mich schon lange absetzen müssen. Aber er hat niemals irgendetwas darüber gesagt, oder ich habe auch niemals gemerkt, dass er deswegen, dass ich ihm widersprach, gerade in der Frage England-Frankreich, immer wieder darauf hinwies, dass da kein Krieg entstehen könne, dass er mir das irgendwie verübelt hätte. Well now, just let's take it very shortly. Within 6 weeks of the disgrace of Blomberg and the removal of von Fritsch, the Anschluss with Austria took place. Are you telling the tribunal that you didn't know that there were pretended military preparations for the Anschluss with Austria? The ones described by General Jodl in his diary and also described by Field Marshal Keitel. Didn't you know that these military threats of military action had been made? Ich glaube, dass ich an einer militärischen Besprechung über den Anschluss Österreichs niemals teilgenommen habe, weil ich tatsächlich nichts damit zu tun hatte. Aber ich möchte ein für alle Mal feststellen, dass ich von solchen Unternehmungen wie zum Beispiel Anschluss von Österreich spätestens Kenntnis bekam, dadurch,
dass der Führer eine Weisung erließ. Da von den Weisungen, ganz gleichgültig, ob die Marine beteiligt war oder nicht, immer ein Exemplar an mich als Oberbefehlshaber der Marine ging, so wird auch in diesem Falle eine Weisung zu meiner Kenntnis gekommen sein. Ich kann leider ohne die Akten das Datum nicht sagen, aber ich bestätige, eine Weisung kam auch zu meiner Kenntnis. Well, you see, the point that I'm putting, and I don't want to waste time on it, is this, that in the 5th of November, Hitler says that he's going to get Austria, 1943 to 45 at the latest, and earlier if an opportunity arises. 4 months later, in March 1938, he takes Austria after having got rid of the people who threw cold water on his plans. Now I want to, but if you didn't know about it, we won't waste time. But look at Czechoslovakia, because there you did get the decree. You'll find that on page 163 of document book 10A, page 276 of the German document book. That's the distribution of the directive for operations against Czechoslovakia. It's bringing up to date the one of the 24th of June, and you'll see that it says its execution must be assured as from the 1st of October 1938 at the latest, and copy number two goes to you as CNC of the Navy. Now, if you'll turn over the page to the actual directive, 164 of the English document book, 277 to 278, you see the first sentence of paragraph one, political prerequisites. It is my unalterable decision to smash Czechoslovakia by military action in the near future. It is the job of the political leaders to await or bring about the politically and militarily suitable moment. Well, didn't that... Ich darf fragen, wo das steht. Ich kann es leider noch nicht finden. Well, it's the first sentence in the directive. Yeah. First sentence in the directive. Paragraph one, political prerequisites, sentence one. It is my unalterable decision to smash Czechoslovakia by military action in the near future. Es ist hier alles durcheinander nummeriert. I'm so sorry. I'm very sorry. Page 277-278. Jawohl, jetzt habe ich es. Von welchem Datum ist das? Now, this was the 28th of May 1938. That is approximately 6 months after the meeting which you had attended, at which Hitler had said that he would attack Czechoslovakia at the earliest opportunity that he could. Didn't that make you think that Hitler's speech in November was not merely froth, but was stating his plans? Nein, denn es ging ja den ganzen Sommer über, änderte er seine Entschlüsse. Es war jeden Monat ein anderer Entschluss, wie in dem Dokument 388 PS ja, zu ersehen ist. Und es war so, ich glaube, am 10. September begannen gewisse Truppenversammlungen und am gleichen Tage begannen die Verhandlungen. Und am 1. Oktober fand der friedliche Einzug in der Tschechei, im Sudetenlande statt, nachdem die anderen Mächte in München es gebilligt hatten.
Also, we know all diese that, Ausdrücke you know, von Hitler. Defendant, nein. The point is perfectly clear. Bitte, ich möchte zu Ende reden. In May, here were the plans and the Führer expressed, and afterwards he mentions in his speeches that he had expressed this, that it was his determination at the end of May to smash Czechoslovakia by military action. And are you telling the tribunal end that you read that directive and still took the view that Hitler had not got aggressive intentions? That's the question. You will not answer it. Why? What clearer proof could you want than his own determination to smash it? What clearer proof would you want? Er hat ja sehr häufig gesagt, dass er was zerschmettern wolle, und das hat es nachher nicht getan. Er hat die Frage nachher friedlich gelöst, und er hat nach dem 30. Mai, ich möchte noch hinzufügen, ich glaube, dieses war das Datum, nachdem gerade eine Mobilmachung in der Tschechei vor sich gegangen war. Und deswegen brauchte er so scharfe Ausdrücke. Und war dadurch, meiner Ansicht nach, war er dadurch voll berechtigt dazu. Denn diese Mobilmachung der Tschechei konnte nur gegen Deutschland gerichtet sein. Und wie gesagt, seine Ansicht hat sich im Laufe des Sommers mindestens 3 bis 4 Mal geändert. Wo er immer wieder sagte, er behielte sich das vor oder er wollte es nicht mit kriegerischen Mitteln. Well, the tribunal have got the whole of this, the 388 BS in mind. I'm not going to argue. You say that didn't convince you. So, yeah. When Hitler went into Prague on the 15th of March 1939, Did it then occur to you that there might be something in what he had said at the interview on the 5th of November 1937, when he occupied the Slav part of Bohemia and Moravia and broke his own rule about keeping Germany for the Germans? Did it then occur to you that he might not have been joking or merely talking froth in November? Did it? Er hatte ja eine Weisung erlassen, in der drin stand, es wären vorzusehen für dieses Jahr erstens die Verteidigung Deutschlands nach außen hin, zweitens die Erledigung der Rest Tschechoslowakei für den Fall, dass sie eine deutschlandfeindliche Politik mache. Ich habe von der Verhandlung mit Hacha und von seinem Entschluss nun daraufhin in die Tschechei einzuziehen, überhaupt nichts gehört. Ich wusste nur, dass er nach dieser Weisung gegen die Tschechei vorgehen wollte, im Falle, dass sie eine deutschlandfeindliche Politik trieb. Und in der Propaganda hörte man in der damaligen Zeit, dass das tatsächlich der Fall sei. Mit dem Einzug in die Tschechei habe ich gar nichts zu tun, ebenso mit der Besetzung des Sudetenlandes, da das einzige, was wir für diesen Fall hätten liefern können, unsere kleine Donauflottille, für diesen Zweck dem Heere unterstellt war, so dass ich überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und keine militärischen Befehle kamen dafür. Well, then is your answer that even when Hitler went into Prague on the 15th of March 1939, you still thought that he had no aggressive intentions. Is that what you want the tribunal to believe from you? Is that right? Jawohl, das bitte ich darum. I see. Denn ich meine, dass er nicht mit einen Kampf kämpfen wollte gegen die Tschechoslowakei, einen Krieg führen. Er hat ja doch durch seine politischen Maßnahmen mit Hacha es wirklich dahin gebracht, dass kein Krieg ausbrach. Oh yes, you heard the defendant Göring give his evidence that he told President Hacha that his air force would bomb Prague if he didn't agree. If that's not war, it's next door to it, isn't it? Es ist nahe dran, ja. Es ist eine Drohung. Yes, very close. And yes. Well, now let's go on for another 2 months. If you didn't see it on the 15th of March, when you came to the 23rd of May and went to the Reich Chancellery, there were
high-ranking officers there, of which you were one. And Hitler said that he'd give you an indoctrination on the political situation. And his indoctrination was that we are left with the decision to attack Poland at the first opportunity. When you heard him say that on the 25th of May, did you still think that he had no aggressive intentions? Ich habe noch viel länger geglaubt, genau wie Herr Generaloberst Jodl auch sagte, nachdem er die tschechische Frage rein politisch geregelt hat, ist zu hoffen, dass er auch die Polenfrage ohne Blutvergießen regeln wird. Und das habe ich bis zum letzten Moment, bis noch zum 22. August, geglaubt. Well, just look take one glance, I shan't keep you long, at document L79, which you will find in page 74, I think it is, of document book 10. Yeah. Page 298 of the German document book. I beg your pardon. I'm not going to ask you about the document because the tribunal have had that often. I want you to look at the people who were there. Page 298 in the German document book, page 74 in the English. Now just let's just ich kenne die Personen, die da waren. Well, just let's look. There was Lieutenant Colonel Schmundt. He was afterwards General, Hitler's principal adjutant, and was killed on the 20th of July, 44. Isn't that right? Then there was Goering, Defendant Goering, who was Commander-in-Chief of the Air Force, yourself as Commander-in-Chief of the Navy, Colonel General von Brauchitsch, who was Commander-in-Chief of the Army, General Keitel, who was head of the OKW, General Milk, who was Goering's deputy, Halder, who was Chief of Staff, Schnevent, who was your Chief of Staff, Jeschonik was, I think, Air Chief of Staff, wasn't he, or a high officer there? Luftwaffe Chief. Air Chief of Staff, yes. Colonel Warnemont, who was General Jodl's assistant. Now, what do you think Hitler got these high-ranking generals for and said and told them that we are left with the decision to attack Poland at the first opportunity if he hadn't any aggressive intention? What were these people there for if it wasn't to develop a war? Ich habe schon auseinandergesetzt, dass der Hauptzweck dieser Rede, der hinten aus dem letzten Teil hervorgeht, der war, eine Art akademischen Vortrag zu halten über Kriegführung und aufgrund dieses Vortrages einen Studienstab zu bilden, gegen den bis dahin die Wehrmachtschefs sich immer stark gesträubt hatten. Ich habe auch auseinandergesetzt, dass seine Auseinandersetzungen im Anfang das Unklarste sind, was ich je über diese Angelegenheiten gehört habe. Und dass er auch mit Bezug auf diese Dinge keinerlei Weisung erteilt hat, sondern dass die letzten Zeilen lauten, die Wehrmachtsteile bestimmen, was gebaut wird, an dem Schiffbauprogramm wird nichts geändert, die Rüstungsprogramme sind auf 1943 bzw. 1944 abzustellen. Wenn er das sagte, konnte er unmöglich beabsichtigen, die polnische Frage in absehbarer Zeit kriegerisch zu lösen. And are you telling the tribunal that when he said, we cannot expect a repetition of the Czech affair, further successes cannot be attained without the shedding of blood, that you paid no attention to it at all?
Is that you seriously telling the tribunal that you paid no attention to that? Nein, das habe ich unter gar keinen Umständen getan. Denn ich kannte ja nun Hitler allmählich und kannte die Übertreibungen seiner Reden. But you know, at this time, you had got, already had the directives for a surprise attack on Danzig in November 1938. You had had the directive on the 3rd of April for the foul vice, and you knew that this whole matter was in train. Are you seriously, defendant, telling the tribunal that you had any doubt after the 23rd of May that Hitler intended war against Poland and was quite prepared to fight England and France if they carried out their guarantee? I mean, seriously, I give you this chance before we adjourn. Do you say that you didn't, that you had any doubt at all? Selbstverständlich, ich habe ja doch auseinandergesetzt, dass ich noch im August Zweifel daran hatte. Also hier zum Beispiel, wenn Sie diese Rede einschätzen, so setze ich dem entgegen und habe das hier schon getan, die Rede, die Hitler einige Wochen vorher beim Stapellauf des Bismarck gehalten hatte und wo er nur von dem Frieden der wahren Gerechtigkeit gesprochen hatte. Diese Reden, die waren für mich maßgebend. Ich habe gerade aus dieser Rede, die so besonders wirr wiedergegeben ist, nicht den Schluss gezogen und habe das auch bewiesen dadurch, dass ich der Marine den ganzen Sommer über keinen Ton davon gesagt habe, dass im Herbst irgendein Krieg ausbrechen könne. Das ist mir hier bestätigt worden, kann mir auch von jedermann bestätigt werden. Ich schätzte eben Hitler so ein, ich schätzte sehr hoch ein, sein politisches Geschick und war davon überzeugt, noch am 22. August, als uns der Pakt mit Russland mitgeteilt wurde, dass es nun doch wieder gelingen würde, die Angelegenheit friedlich zu regeln. Das war meine volle Überzeugung. Man kann es mir vielleicht vorwerfen, dass ich mich verschätzt habe, aber ich glaubte, Hitler richtig einzuschätzen. Do I now understand you to say that even on the 22nd of August you didn't think that Hitler had any aggressive intention? Do you really mean that? Really jawohl, mean, es ist ja auch ganz begründet, denn wir hatten die große Aussicht, mit Russland verbündet zu sein. Er hatte auseinandergesetzt mit vielen Gründen, weswegen England und Frankreich nicht eingreifen würden. Und wir alle, die wir da versammelt waren, schöpften daraus die aufrichtige Hoffnung, dass es ihm wieder gelingen würde, ohne Krieg aus dieser Angelegenheit herauszukommen. Hello, recording, there's the break, hello.